Renate Christensen, du und dein Mann, ihr habt einen Prozess begonnen gegen die evangelische Landeskirche in Rumänien, richtig? Mhm, das war im Frühjahr 2012. Worum geht es da in diesem Prozess? Was ist der Grund dafür? Es geht ja darum, dass wir hier einen Pfarrhof gemietet haben und wir haben in diesen Pfarrhof investiert. Wir haben Renovierungen vorgenommen am Pfarrhof, die dringend nötig waren. Und wir hatten den Mietkontrakt für 5 Jahre abgeschlossen mit der Möglichkeit zu verlängern. Wir bekamen 2-mal die Zusage, dass verlängert werden kann und haben jedes Mal auf diese Zusage hin neue Investitionen gemacht, die auf längere Zeit sind als auf 5 Jahre. Und dann wurde uns ganz plötzlich gesagt, dass der Mietvertrag doch nicht mehr verlängert wird und dass wir ausziehen sollen. Und dann haben wir gebeten, dass das mit den Investitionen abgeklärt wird. Und nachdem es nicht dazu kam, dass abgeklärt worden ist, haben wir dann die Kirche gebeten, es dennoch zu kommen, dass wir es doch noch abklären. Und nachdem niemand gekommen ist, haben wir einen Prozess angefangen. Und es geht darum, dass diese Investitionen, die wir gemacht haben in dem Pfarrhof, dass wir die zurückbekommen. Und wir konnten ganz vieles hier auf dem Pfarrhof nicht nutzen, was wir gemietet haben. Und da fordern wir Entschädigung für das, was wir nicht nutzen konnten. Wie hoch ist diese Streitsumme? Es geht um 17.000 Euro, die wir investiert haben hier, und es geht um 40.000 Euro, die wir nicht als Einnahmen verloren haben hier auf dem Pfarrhof. Für welchen Zeitraum war dieser Mietvertrag gültig? Der Mietvertrag war von 2006 bis 2011 und wurde dann nochmal um ein Jahr verlängert bis 2012. Wer hat diesen Vertrag kirchlicherseits abgeschlossen? Der Vertrag wurde von Herrn Dekan Galder abgeschlossen, der Repräsentant für das Bezirkskonsistorium Hermannstadt ist. Aus welchem Grund möchte das Bezirkskonsistorium Hermannstadt den Vertrag nicht mehr verlängern? Das war auch unsere Frage, die wir gestellt haben, weil das für uns total erschütternd oder total überraschend kam. Im Oktober 2010 hat uns Dekan Galder zugesagt, dass er verlängern will und ja darum gebeten, dass wir Mieter bleiben sollen hier auf dem Pfarrhof. Dem ging voraus, dass im August 2008 das Presbyterium in Agneteln ebenfalls gesagt hat, dass einer Verlängerung nichts im Wege steht. Und dann plötzlich kam im März 2011 der Bescheid, dass das Bezirkskonsistorium entschlossen hat, dass nicht mehr verlängert wird. Und uns war das genauso unverständlich, dass es ist. Es sind uns Gründe genannt worden. Welche sind die? Der eine Grund war, dass Beschwerden wären, dass wir unsere Landwirtschaftsmaschinen oben im Pfarrhof stehen haben und dass die im unteren Teil stehen sollten, dass der Pfarrhof mehr ein Repräsentationshof sein soll, der schön mit Blumen und so weiter angelegt sein soll. Wir selber haben den Pfarrhof gemietet und es war klar, dass wir hier Landwirtschaft auch betreiben werden und Maschinen haben. Und ich muss dazu sagen, wir wollten sehr gerne die Landwirtschaftsmaschinen im unteren Teil haben. Wir wollten eine Werkstatt im unteren Teil haben, aber wir konnten weder die Werkstatt, wurde uns zur Verfügung gestellt, die wurde missbräuchlich vom Bürgermeister besetzt und die Maschinen konnten wir nicht runterbringen, weil die Sache nicht abgeklärt wurde von der Kirche, einen Zaun hier instand zu setzen und in Ordnung zu machen, um den gesamten Pfarrgarten. Der zweite, das war der eine Grund, den man uns nannte. Der andere Grund war, dass Beschwerden gekommen seien gegen uns von Sachsen. Uns wurde auch gesagt, es ist hier ein Rückkehrer im Dorf, ein Sachse, der zurückgekommen ist, der hätte sich beschwert beim Bischof, bei Herrn Gunne, beim Bischofsanwalt, also beim Juristen vom Bischofsamt, bei Herrn Gunesch. Und Herr Gunesch hat dann einen Brief ans Bezirkskonsistorium über uns geschrieben. Bei diesem Treffen, wo Herr Dekan Galter da war, Pfarrer Boltres und
Willi Schneider, der ehrenamtlich für die Gebäude zuständig ist, wurde uns genannt, dass der Sachse zugleich auch der Onkel von Herrn Gunisch ist, der die Beschwerde weitergegeben haben soll. Wurden euch diese Begründungen schriftlich mitgeteilt oder nicht? Nein, es wurde uns überhaupt nicht schriftlich mitgeteilt, selbst nachdem wir sehr viele Male per E-Mail, per Brief, per Telefon sowohl das Bezirkskonsistorium als auch Herrn Bischof darum gebeten haben, dass das Bezirkskonsistorium uns doch die Begründung schriftlich gibt. Soweit ich verstanden habe, gab es eben auch Schwierigkeiten zwischen der Kirche bzw. euch als Mietern und dem früheren Bürgermeister wegen dieser einen Milchannahmestelle, die auf dem Grundstück des Pfarrhauses steht. Soweit ich ebenfalls verstanden habe, gibt es einen Gemeinderatsbeschluss, der angeblich gefälscht ist und durch den sich die Gemeinde mehrere zig Häuser ausgewanderter Sachsen angeeignet hat. Was kannst du mir darüber sagen? Ja, es ging eigentlich um diese ehemalige Milcheinnahmestelle, die unsere Werkstatt sein sollte und wo wir auch beim Abschluss des Mietkontraktes mit Herrn Dekan Galter darüber gesprochen hatten, dass da 380 Volt Strom drinnen ist und dass wir eben dieses Gebäude als ganz zentrales Gebäude unserer Arbeit nutzen sollten. Und dann passierte das im April 2007, also zwei Monate nachdem wir hier waren, dass da Pferdewegen gingen, Menschen mit Pferdewegen, die Mauern abrissen und uns als Begründung nannten, dass der Bürgermeister sie geschickt habe, das zu tun. Wir sprachen mit der Kirche darüber und vergewisserten uns auch bei Herrn Dekan Galter nochmal, dass dieses Gebäude doch der Kirche gehört, dass es auf dem Grundstück ist, das wir gemietet haben. Auch von Herrn Pfarrer Boldes wurde uns das bestätigt und wir haben das dann bei der Polizei gemeldet, dass die Mauersteine, ja, dass zwei Mauern abgerissen worden sind, ein ganzer Raum abgerissen worden ist von dem Gebäude, das wir als Werkstatt benutzen wollten. Und als Begründung hat dann der Bürgermeister beim Gericht oder bei der Staatsanwaltschaft einen gefälschten Gemeinderatsbeschluss abgegeben. Und laut diesem Gemeinderatsbeschluss sagt er, dass dieses Gebäude der Gemeinde gehören würde. Ist das amtlich bestätigt worden, dass der Beschluss gefälscht ist? Ja, nachdem die Staatsanwaltschaft aufgrund dieses Beschlusses die Entscheidung getroffen hat, dass die Diebe nicht bestraft werden, weil das Gebäude ja der Primarie, also dem Bürgermeisteramt gehört, haben wir dieses Schreiben, diesen Gemeinderatsbeschluss an Präfekten weitergegeben und gebeten zu sehen, wo die Aktennotiz ist, als der abgegeben worden ist. Und der Präfekt hat uns bestätigt, dass das eine Fälschung ist, dass der Text, der im Gemeinderatsbeschluss drin steht, nicht dem entspricht, was in ihren Archiven drin ist. Mhm. Nochmal zurück zu diesen angeblich 60 Häusern von ausgewanderten Sachsen, die sich auch die Gemeinde angeeignet hat, beziehungsweise die angeblich an Freunde des Bürgermeisters weiterverkauft wurden. Ja. Was weißt du darüber? Diesem Gemeinderatsbeschluss war beim Gericht eine Tabelle beigeheftet worden und in dieser Tabelle sind alle Gebäude eingetragen worden, die laut Gemeinderatsbeschluss auf den Namen des Bürgermeisteramtes übertragen wurden. Dazu gehörte der Pfarrhof, gehörte die Milcheinnahmestelle, gehörte die evangelische Kirchenburg, gehörte die Schule und es gehörten noch 60 andere Gebäude, die in Kirchberg, Zied und Werth und Sachsenhausen sind. Und das waren eben diese sogenannten nationalisierten Häuser der Sachsen, die eben durch diese Fälschung auf den Namen des Bürgermeisteramtes übertragen worden sind. Ihr habt seitens der Kirche sogar eine Vollmacht bekommen, beziehungsweise du persönlich, um gegen das Bürgermeisteramt in Kirchberg zu prozessieren, um diese Gebäude wieder zurückzuerlangen. Ist das richtig? Die Vollmacht war, um Entschädigung vom Bürgermeisteramt zu verlangen, dass es mit dieser Fälschung
behauptet hat, das Gebäude würde ihnen gehören, dass es mit dieser, aufgrund dieser Fälschung begründet hat, warum die Mauern abgerissen worden sind von dieser Milcheinnahmestelle, die unsere Werkstatt sein sollte, und dadurch das Gebäude total geschädigt worden ist und ein Schaden über 10.000 Euro an dem Gebäude entstanden ist. Und das sollte vom Bürgermeisteramt zurückgefordert werden. Und dazu bekam ich eine Vollmacht, um das in einem Prozess zurückzufordern im Namen der Kirche. Hat es die Kirche zurückbekommen? Die Kirche hat die Entschädigung nicht zurückbekommen, weil ich bekam die Vollmacht im... ich bekam faktisch eine Vollmacht in die Hand. Da ging es darum, dass die Kirche die Gebäude zurückkriegt, die nationalisiert waren, also die ja noch nicht gehörten, wie die Schule, die Mühle, vom Gemeindesaal ein Teil, also dass die Sachen zurückgegeben wurden. Das war die eine Vollmacht. Und die zweite Vollmacht, die mir noch gegeben werden sollte, aber die ich schon schriftlich per E-Mail zugeschickt bekommen habe, war eben, um diesen Prozess wegen dieser Milcheinnahmestelle zu bekommen, damit die Kirche die Entschädigung bekommt. Wir konnten den Prozess nicht angehen, weil wir eben kurz danach, knapp 5 Monate danach, mitgeteilt bekamen von der Kirche, dass der Vertrag nicht mehr verlängert wird, der Mietvertrag. Und wir hatten einen Anwalt gefunden, der aber dann trotzdem ausgestiegen war und doch nicht den Prozess führen wollte, weil eben hier auch die Staatsanwaltschaft und so weiter drin verwickelt waren. Also wir mussten weiter nach Anwalt suchen. Wenn ich das richtig verstanden habe, möchte die Kirche ebenfalls Grund und Boden vom Bürgermeisteramt zurückerstattet bekommen. Ja, die Kirche hatte eben ihren Kirchengrund und Boden zurückzubekommen. Mhm. So, ich frage all dieses, weil es ja möglicherweise zusammenhängt mit der Tatsache, dass ihr von der Kirche fallen gelassen worden seid und dass euer Mietvertrag nicht verlängert wird. Siehst du einen Zusammenhang zwischen all diesen Einzelelementen? Meine Vermutung ist, dass ihr vielleicht unangenehm geworden seid für den Bürgermeister zum Beispiel, mit dem ihr ja auch handfeste Konflikte gehabt habt. Mhm. Wir wurden dadurch unangenehm, dass wir eben diese Fälschung des Gemeinderates entdeckt hatten und dass auch durch den Präfekten festgestellt wurde, dass das eine Fälschung ist und der Bürgermeister zur Rechenschaft gezogen worden ist. Und deswegen, und nachdem es ja um diese 60 Sachsenhäuser geht, die unrechtmäßig auf den Namen des Bürgermeisteramtes überschrieben worden sind, war das natürlich dem Bürgermeisteramt unangenehm, dass das überhaupt alles rausgekommen ist. Und man wollte, dass die Sache so schnell wie möglich totgeschwiegen wird. Nun, wie hat die Kirche darauf reagiert oder das Forum? Wir haben die Kirche gebeten, dass das abgeklärt wird, weil wir ja gesagt haben, es geht um das Eigentum der Sachsen, die das Land verlassen haben, aber wo die Kirche ja ein Stück ein Anwalt für die Sachsen ist, auch von den Gebäuden, die ja zurückerstattet werden mussten. Und die Kirche hat zunächst lange gezögert, dass man diese Sache angehen soll. Ja, damals, als wir sagten, dass noch einmal ein Widerruf gelegt werden muss, als dieses falsche Papier rauskam, da meinte der lokale Pfarrer, dass er nicht möchte, dass nochmal ein Prozess geführt wird dagegen. Das war allerdings schon 2007. Danach haben wir 2009 und 2010 mit Herrn Dekan Galter Gespräche gehabt, ob wir gemeinsam mit der Kirche dagegen klagen sollen, dass dieser falsche Gemeinderatsbeschluss die Gebäude der Kirche angeht und Sachsenhäuser. Es hat sich lange hinausgezogen, bis man da Entscheidungen traf, aber dann sagte uns eben Dekan Galter am 15. Oktober 2010, dass er möchte, dass geklagt wird im Namen der Kirche
gegen diesen Gemeinderatsbeschluss und dass ich dazu die Vollmacht bekomme und dass er möchte, dass unser Mietkontrakt verlängert wird und dass er uns bittet, dass wir als Mieter bleiben und was unsere Bedingungen sind, dass wir eben als Mieter hier auf dem Pfarrhof bleiben. Und unsere Bedingungen waren, dass eben aufgeräumt wird in diesen falschen Papieren und dass klar ist, dass diese Gebäude der Kirche gehören und nicht dem Gemeinderat, Gemeindeamt. Ja. Wie ist dieser Prozess der Kirche gegen das Bürgermeisteramt weitergegangen, nachdem ihr euch da nicht mehr engagiert habt? Wie weit ist dieser Prozess gediehen? Weißt du mehr darüber? Ich bin jetzt ganz kurz am Überlegen. Wir haben selber mit einer Bevollmächtigung der Kirche, oder ich selber habe eine Klage eingereicht wegen dieser gefälschten Gemeinderatsbeschluss und habe gebeten, dass der annulliert wird. Und hast du die Klage wo eingereicht? Bei der Polizei? Ich habe die Klage eingereicht beim Gericht in Agneteln. Und zwar habe ich das gemacht, lass mich mal ganz kurz überlegen. 2012, also in diesem Jahr habe ich das gemacht. Vor der Sommerpause war das noch. Und da habe ich das eingereicht und das Gericht hat aber gesagt, dass dieser Milcheinnahmestelle ja der Kirche zurückgegeben worden ist und dass das also nichts mit dieser, dass diese Fälschung für diese Stelle ja nicht mehr gültig ist. Und über die anderen Gebäude habe ich weiter nichts zu bestimmen, weil ich ja nur Mieter hier bin. Also, aber deine Vollmacht, galt die nicht für all diese Inhalte? Diese Vollmacht, die war faktisch, nein, da die Vollmacht, die galt nur für diese Milcheinnahmestelle und da, um wegen den ganzen Sachsenhäusern und den anderen Gebäuden zu klagen, da muss eine Klage von den Sachsen selber angegangen werden, beziehungsweise von der Kirche und nicht von mir als kleiner Mieter. Gut, nochmal zurück zur Rolle von Generalanwalt Kunasch in eurer Angelegenheit. Es soll ja einen Amtsbrief gegeben haben an das Bezirkskonsistorium. Was stand da drin, deines Wissens? Ja, das weiß ich leider nicht. Wir haben ja wirklich darum gebeten, dass uns gesagt wird, wer hat sich beschwert über uns und was war der konkrete Inhalt dieser Beschwerden und wann wurden Beschwerden an wen eingereicht, weil wir einfach erlebt haben hier in Kirchberg, eben wegen diesen falschen Papieren, dass viele falsche Botschaften über uns weitergegeben wurden und politische Schikanen hier waren und wir haben gebeten, dass die Kirche uns doch die Beschwerden mitteilt, damit man einfach prüfen kann, was der Wahrheit entspricht und was eben politischen Schikanen entsprechen kann. Wir haben leider trotz vielen E-Mails und Briefen an das Bezirkskonsistorium, an Herrn Dekan Galter, an Herrn Bischof nie eine Antwort bekommen, was die Gründe sind, um das überprüfen zu können. Ja, ihr habt einiges miterlebt hier, sagtest du vorhin. Zähl mal einiges auf. In unserem Gespräch vor dem Interview ist eine ziemlich lange Liste entstanden. Ja, es ging ja damit los, dass wir verweigert bekamen, dass Wasser angeschlossen wird hier am Pfarrhof. Seitens des Bürgermeisteramtes. Seitens des Bürgermeisteramtes, ja. Und dass das wir lange Zeit das Wasser geschleppt haben. Wir haben alle Rückenprobleme hier gekriegt, inklusive unserer Mitarbeiter, weil für die Tiere, für den Garten Wasser angeschleppt werden musste. Auch für unseren eigenen Hausgebrauch, selbst fürs Baden, fürs Waschen, für alles, musste Wasser vom Nachbarn
hergeschleppt werden. Der Brunnen, den wir hier hatten, den wir auch selber ausgereinigt hatten, ausgeschrubbt, ausgeschöpft haben und alles, der war verunreinigt worden, bevor wir hier eingezogen waren, weil Altöl vom Bürgermeisteramt daneben hingestellt worden war, was hineingesickert war. Also wir konnten kein Wasser haben. Als die Kirche das Bürgermeisteramt gebeten hatte, die Milcheinnahmestelle zurückzugeben, da hat der Bürgermeister demonstrativ zwei große Ladungen Schotter holen lassen und vor die Einfahrt neben der Milcheinnahmestelle abladen lassen, sodass wir keine Einfahrt mehr hatten, um in die große Einfahrt, wo man mit Maschinen, mit Traktoren und LKW und so weiter rein hätte fahren können, war es unmöglich, dass wir da reinkamen. Ja, und dann war es so, dass im Mai meinem Mann abends gedroht wurde von einem Angestellten des Bürgermeisteramtes und noch einem weiteren Mann. Und da hat man ihm klar gesagt, wenn wir den Pfarrhof nicht so schnell wie möglich verlassen und Kirchberg nicht so schnell wie möglich verlassen, so wird er so geschlagen werden, dass er froh ist, wenn man ihn hinausträgt von hier. Wir haben dieses ans Forum geschrieben, haben uns an Herrn Köber gewandt, ihm alles erzählt und per Fax ihm das auch berichtet und auch all die weiteren Schikanen, die wir bereits vom Bürgeramt, Meisteramt erlebt hatten. Wir haben das auch an den Vorsitzenden vom Forum, an Herrn Pfarrer Klein geschrieben und er hat uns auch zugesichert, dass sie sich um die Sache kümmern werden. Wir haben dann erlebt am 8. Juni, dass das Bürgermeisteramt eine Riesenladung von nassem Sand gebracht hat, der direkt an die Mauer des Pfarrhofes abgeladen wurde oder des Pfarrhauses abgeladen wurde und dass, obwohl mein Mann da dazwischen gekommen ist und gebeten hat, dass es nicht getan wird, obwohl der örtliche Polizist geholt worden ist und er sollte das unterbinden, hat es aber dann doch zugelassen. Das waren für uns Riesenschäden, weil es gibt Bilder davon, man kann also sehen, wie das Wasser so den Berg runterläuft. Ja. Der Sand wurde aus dem Olt geholt und das Wasser floss den Berg runter. Das kann man sehen, mehrere Tage und wir haben Fotos dazu. Und dann war natürlich dieses Wasser direkt am Pfarrhaus und wir haben das dann den ganzen Winter über gesehen, die Wände im Bad, in der Speisekammer, an der Küche und im Büro waren schwarz von diesem Wasserschäden. Im Keller war weißer Schimmel an den Wänden. Es hatte Einfluss auf die Sachen, die wir unten gelagert hatten. Wir hatten auch manche Metallsachen unten gelagert, die davon geschädigt worden sind. Und wir konnten einfach den einen Raum vom Pfarrhaus überhaupt nicht gebrauchen. Wir haben dann im nächsten Jahr vor dem Pfarrhaus 2009 aufgegraben und gedrängt da, es trocknen lassen und haben danach Schotter reingetan und Sand getan und so eine Folie, damit eben das Haus wieder trocken gelegt wird. Das war die... Es hat auch tägliche Angriffe gegeben gegen deinen Mann, oder? Ja. Das war ja, wie gesagt, ihm wurde angedroht, dass er geschlagen wird. Und an diesem 8. Juni, wo der Sand vormittags gebracht worden ist, da ist er nachmittags in den Garten gelockt worden. Dadurch, dass das Bürgermeisteramt einen betrunkenen Mann geschickt hatte, der angestellt war beim Bürgermeisteramt dort zu mähen. Und als mein Mann da runterkam, waren Angestellte vom Bürgermeisteramt in dieser Milcheinnahmestelle versteckt da drinnen und haben ihn faktisch in eine Falle gelockt und dann vier konnte er auf jeden Fall wiedererkennen, die auf ihn eingeschlagen haben. Unter anderem war darunter der Vizebürgermeister und halt andere Angestellte vom Bürgermeisteramt. Der Bürgermeister selber soll ihn auch angegriffen haben, oder? Der Bürgermeister nicht, das war der Vizebürgermeister, aber wir wissen eigentlich, wer dahinter steht. Später ist richtig. Das war dann ein gutes halbes Jahr später, im Februar 2008.
Da hatte die Kirche im Januar den Prozess angefangen, um diese Milcheinnahmestelle zurückzubekommen. Und seitdem bekamen wir dann Probleme vom Bürgermeisteramt vermehrt. Und eins davon war dann auch im Februar, am 15. Februar, wo mein Mann am helllichten Tag nachmittags um 2:30 herum vom Bürgermeister und seinem Landwirtschaftsagenten vor dem Bürgermeisteramt überfallen wurde und heftig geschlagen wurde, so schlimm, dass er Atemnot hatte und mit dem Krankenwagen im Krankenhaus eingeliefert werden musste. Da sagte man meinem Mann, er soll nicht die Möglichkeit haben, beim Präfekten zu sagen, dass falsche Papiere gemacht worden sind wegen diesen ganzen Gebäuden hier in Kirchberg. Und deswegen schlagen sie ihn. Aber man hat ihm auch klar gesagt, man wird der Polizei erzählen, dass er derjenige wäre, der geschlagen hätte. Wie heißt der frühere Bürgermeister? Skudja Nikolaje. Die Sachen sind damals auch durch die Presse gegeben. Es gibt Presseartikel, damals, wo er meinen Mann geschlagen hat. Und da sind Berichte geschrieben. Was war er früher vom Beruf und was ist er heute vom Beruf? Er war Chauffeur bei der Staatsanwaltschaft in Hermannstadt. Und das ist er auch, nachdem er nicht mehr Bürgermeister ist, ist er auch wieder. Habt ihr Strafanzeigen erstattet gegen ihn? Wir haben damals Strafanzeige erstattet gegen ihn, weil uns die Polizei geraten hat, unbedingt eben Strafanzeige zu erstatten. Wie weit seid ihr damit gekommen? Wir haben nicht gewonnen beim Prozess. Wir hätten einen Rekurs einlegen sollen. Das haben wir nicht mehr gemacht, weil der Anwalt davon abriet. Und damit ist der Prozess beendet worden, ohne dass wir Recht bekommen haben. Nochmal zurück zu eurem Mietverhältnis hier im Pfarrhaus. Wie siehst du die Lösung des ganzen Problems? Was würdest du dem Bezirkskonsistorium oder der Landeskirche vorschlagen als Lösung? Also ich habe das schon 2012 immer wieder gesagt und darum gebeten. Ich habe immer wieder betont, dass es mir daran liegt, dass wir mit gegenseitigem Einvernehmen eine Lösung finden. Das heißt ganz konkret, dass das Bezirkskonsistorium vorbeigekommen wäre und einen Fachmann hierher geschickt hätte, um zu sehen, was wir hier investiert haben. Es war auch klar der Kirche, was wir investiert haben, weil unser örtlicher Pfarrer jede zweite Woche hier zum Gottesdienst gekommen ist und damit über alle Renovierungen informiert war und alles gesehen hat und nie gesagt hat, wir sollten das nicht machen. Und uns war es einfach wichtig, dass die Kirche das mit einem Fachmann gesehen hätte und dass man da eine Entscheidung getroffen hätte darüber. Dass man halt einfach gesehen hätte, welche Investitionen haben wir gemacht und dass wir da eine Entschädigung bekommen hätten. Wir haben der Kirche vorgeschlagen, dass ja schon seit 2009, 2010, dass die Kirche vom Bürgermeisteramt Entschädigung verlangen soll für die Gebäude, speziell auch diese Milcheinnahmestelle, die von ihnen zerstört worden ist und das große Folgeschäden hatten, dass wir es nicht nutzen konnten, aber auch dafür, dass einfach die Einfahrt blockiert worden ist, das Gebäude nicht zur Verfügung stand, also wir unsere Erwerbstätigkeit nicht haben konnten hier und im Mietkontrakt ist klar gesagt, dass wir hier sogar den Sitz einer Firma haben können. Also es war von Anfang an klar mit Herrn Dekan Galter besprochen, dass wir hier Einnahmen haben sollen. Und die Kirche, das war immer unser Vorschlag, muss als Vermieter, hätte sie klagen können gegen das Bürgermeisteramt, dass sie entschädigt wird und damit wären wir entschädigt worden. Aber nachdem die Kirche leider da nicht mit eingestiegen ist und zuerst versprochen hat, dass man es macht, aber dann uns gekündigt hat und wir wirklich gewartet haben. Ich habe bis in den letzten Augenblick gewartet, wirklich bis zum 14. März und am 15. März 2012 lief der Mietkontrakt mit dem verlängerten Jahr aus, aber bis dahin kam niemand hierher, trotz meiner wiederholten Bitten. Und dann haben wir angekündigt, dass wenn sie nicht kommen, dass das abgeklärt wird, sind wir genötigt, einen Prozess zu führen. Und leider
ist niemand gekommen und es hat uns nie jemand schriftlich geantwortet auf unsere Bitten. Ihr habt sogar Verbindung mit Bischof Guib aufgenommen in dieser Angelegenheit. Ja. Wie war seine Reaktion? Er war zunächst sehr geschockt darüber und er war erschüttert, dass Herr Dekan Galder uns ein Ja-Wort gegeben hat, dass der Kontrakt verlängert wird und dann dieses Wort doch nicht gehalten hat. Und er hat uns damals den Rat gegeben, dass wir uns ans Bezirkskonsistorium schriftlich wenden sollen und darum bitten sollen, dass uns die Gründe genannt werden, warum der Mietkontrakt plötzlich nicht mehr verlängert wird. Und dann hat er geschrieben, hat er uns vorgeschlagen, wenn das Bezirkskonsistorium oder Herr Dekan Galder als Vertreter des Konsistoriums uns 2010 eine Vollmacht gegeben hat, uns um die Gebäude der Kirche zu kümmern und danach sogar gesagt hat, dass wir die Vollmacht bekommen, den Prozess zu führen. Dann hat Bischof Guib gesagt, das braucht mindestens 4 bis 5 Jahre, so einen Prozess in Rumänien zu führen. Wir sollen doch dem Bezirkskonsistorium vorschlagen, dass sie um 4 bis 5 Jahre den Kontrakt verlängern und wir in der Zeit den Prozess stellvertretend für die Kirche führen. Und sollten Sie damit nicht einverstanden sein, dass wir darum bitten, dass Sie kommen, dass die Investitionen mit uns abgeklärt werden, die wir in dem Pfarrhof gemacht haben. Das haben wir dann auch gemacht und haben es, wie ich schon gesagt habe, gebeten, das Bezirkskonsistorium schriftlich uns das zu geben. Wir haben leider niemals eine Antwort bekommen. Niemals. Und das Zweite, und dann haben wir uns wieder an Herrn Bischof Guib gewendet, dass er doch vermittelnd mithilft. Wir brauchten auch eine dringende Entscheidung, weil eben diese Sache mit dem Bürgermeisteramt, mit den gefälschten Papieren und wie wir uns da strategisch verhalten sollten in einem anderen anstehenden Prozess, da brauchten wir dringend diese Entscheidung vom Bezirkskonsistorium, haben es auch dem Konsistorium und Herrn Bischof Guib geschrieben. Aber auch darauf kam keine Antwort. Dann schrieb Bischof Guib, dass er versuchen will, dennoch, dass der Kontrakt mindestens bis Anfang Juni 2012 verlängert wird, weil unser Sohn besucht ja die 4. Klasse noch in Agnedeln und das endete erst im Juni, dass er mindestens seine Schule beenden kann. Dann war ein nächstes Treffen mit Herrn Bischof Guib, wo er uns leider sagte, dass der Vertrag nicht mehr verlängert wird und dass wir Zeit genug gehabt hätten, eine andere Stelle zu suchen, wo wir umziehen können. Das hat mich persönlich sehr, sehr geschockt, weil ich auch von Herrn Dekan Galder versprochen bekommen hatte, auch mein Mann, als sie hier waren, dass sie noch im September oder im Herbst 2012 kommen werden mit einer Kommission und dass weiter besprochen wird, wie lange eventuell noch verlängert wird. Und er hatte uns in Aussicht gestellt, dass mindestens 2, ja auf meine Anfrage sogar 5 Jahre verlängert werden kann. Und ich habe immer darauf gebaut, dass wir erst die passende Stelle finden, wo wir umziehen sollen, aber mit der Kirche ja darüber reden können, dass sie noch eine Zeit lang verlängern.